seien A mit Koordinate 4, 3, 0, B mit Koordinate 4, 3, 6 und der Vektor V mit Koordinate minus 2, 1, minus 2 in einem orthonormierten Bezugssystem. Frage: Was ergibt die Schattenhöhe klein h, den der Mast AB auf die Hausfassade wirft? Wir suchen also das Lot von diesem Einstiegspunkt dieser Geraden in diese Ebene. Also bestimmen wir zuerst kartesische Gleichungen dieser Geraden SB. Wir schreiben x minus auf gleich y minus auf gleich z minus auf. Hinter den Minuszeichen schreiben wir die Koordinate von einem Punkt dieser Geraden, hier also Punkt B mit Koordinate 4, 3, 6. 4, 3, 6. Und die Nenner sind gebildet durch die Koordinate von einem Richtungsvektor der Geraden SB. Solch ein Richtungsvektor V wird angegeben. Also übertragen wir diese Koordinate hierhin, minus 2, 1, minus 2. Indem wir diese zwei Brüche gleichstellen, finden wir eine erste kartesische Gleichung der Geraden SB. Und indem wir diese zwei Brüche gleichstellen, finden wir diese zweite kartesische Gleichung der Geraden SB. Die kartesische Gleichung von der Ebene YOZ ist selbstverständlich x gleich 0. Jetzt suchen wir die Koordinate von diesem Einstiegspunkt groß H dieser Geraden SB in die Ebene YOZ. Wir suchen das Lot von diesem Einstiegspunkt. Die Koordinate von H erfüllt das Gleichungssystem, gebildet durch diese zwei und diese eine Gleichung. Wir lösen jetzt dieses System. Da x gleich 0 ist, finden wir durch die erste Gleichung, dass y 5 sein muss. Und da y 5 ist, ergibt die zweite Gleichung sofort z gleich 2. Das ist also die Koordinate vom Punkt H. Wir suchen hier das Lot vom Punkt H, das heißt diese Höhe klein h. Endantwort auf die gestellte Frage: klein h ist 2.